Okay. Bringen wir es zu Ende. Komm. Zwicken. Komm her, Henning. Mit komm her meine ich, bleib so weit von mir weg wie nur möglich. Henning. Nein, geh weg, Zwicken. Geh einfach nur weg, verschwinde. Das hilft immer. Dem Gegner einfach zu sagen, er solle weggehen. Damit wurden unzählige Konflikte in der Weltgeschichte gelöst. Der Bill Cosby Show hat aber einmal geklappt. Erstens war das eine noch fiktiver als fiktive Kindergeschichte. Und zweitens hieß es nicht verschwinden, sondern aufhören. Zwicken! Einfach in Ruhe, Henning! Zwicken! Oh Gott, wie schnell der von einem Ende zum anderen Ende der Kampffläche eilen kann, das kann doch nicht angehen. Okay. Geh weg! Geh einfach nur weg! Ja, und wohin, Hänsel? Trivial. Und wir haben erstmal noch Ruhe vor ihm, haben unser erstes Viertel der Durststrecke geschafft. So, und ich renne hier. Ja, du rennst hier ohne Sinn und Verstand. Ja, wer rennt denn hier ohne Sinn und Verstand? Und wie soll man mit Sinn und Verstand jemanden kontern, der sich total planlos ohne Sinn und Verstand bewegt? Trivial, mach einfach! Ich könnte ganz trivialerweise hier ausweichen. Wie, Hänsel, der bewegt sich hier ohne erkennbares Muster? Du musst doch jetzt nur noch eine halbe Minute ausweichen. Du siehst doch, wo er hingeht. Jetzt ist er da. Hänsel, ich sehe überhaupt nicht, wo der hingeht. Das ist doch gerade der Punkt hier. Es ist aber so trivial. Hänsel. Okay, ich weiche so gut wie möglich. Kein Plan, wo ich hier hin soll. Das war gerade mal wieder verdammt knapp. Geh weg. Ja, da oben ist gut, die letzten. Immer noch 15 Sekunden. Und die letzten Sekunden bahnen sich mal wieder an. Wie können es die letzten Sekunden sein, wenn es beim letzten Mal auch die letzten Sekunden waren, obwohl sie doch dann im Endeffekt nicht die letzten Sekunden waren? Hänsel, Schnauze! Die letzten 7 Sekunden mit diesem Wahnsinnigen, der uns gerade hat. So gut wie natürlich. Und er schneidet uns mal wieder den Weg ab. Wohin, Hänsel? Unten oder stehen bleiben oder rechts? Ich versuche es mit unten. Und war das gut oder das war, glaube ich, doch ein bisschen doof. Geh weg. Jetzt einfach nur nach oben und beten. Okay, noch ein kleiner Augenblick, ein Augenzwinkern und dieser Stern fällt in mich rein. Ich krieg die Power. Bei der Macht von Hänsels grauem Schädel. Und wir haben es geschafft. Wir haben die Sternkraft können, Henning. Jetzt rennt er auf einmal weg.
Und das war's! Aus für Henning! Und warum auch immer verabschiedet sich Henning mit einem bombastischen Feuerwerk von feuerroten, höllenroten Explosionen. Und wir können unseren Weg fortsetzen. Hier erscheint ein Feld voller Blumen, was wohl ein Teleporter darstellen soll. Und sind wir nun endlich beim Dairyo-Chuan? Ist nun endlich die so heiß ersehnte Begegnung zum Greifen nahe? Können wir... Das sieht irgendwie noch nicht nach dem... Okay. Das sieht irgendwie so gar nicht nach dem Ende aus. Wir müssen hier diesen Steinen ausweichen. Die kommen von allen Seiten auf uns zu. Trivia! Nun gut. Den kann man ja hier mit der Geschwindigkeit auch noch ganz gut ausweichen. Hauptsache erstmal kein Henning mehr! Das war's doch hoffentlich jetzt allen für alle. Beim letzten Mal ist Henning auch schon mal explodiert. Und er war trotzdem wieder da. Was ist hier gerade passiert? Die sind beschleunigt. Die haben beschleunigt. Und wir müssen noch so alles durchqueren. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich weiß hier nicht mehr weiter. Da kommt noch mehr von diesem Mieszeugs an, wo du auch da natürlich meinst, direkt reinlaufen zu müssen. Was stimmt mit dir nicht? Ja, mit mir stimmt alles, mit der Umgebung stimmt alles nicht. Und mit Umgebung meine ich nicht nur das hier, damit meine ich dich, den Dairyo-Chuan. Und damit meine ich natürlich auch diese Steine hier und was weiß ich was. Ich bin doch echt hier der Einzige, der stimmt. Okay, was soll's, wir müssen hier weiter und da kommen. Oh ja, was gerade so ein... Oh, da fliegen auch 50 von diesen Drecksteilen diagonal hier vorbei. Wie soll ich denen denn bitte ausweichen? Auf jeden Fall nicht, indem du in den ersten reinrennst. Wobei, das Ziel ist erreicht. Du bist nicht von einem Diagonalen getroffen worden. Und das hast du mal wieder ganz toll festgestellt, Sherlock. Okay, ist doch nicht wahr! Wann bin ich endlich bei diesem gottverdammten Dairyo-Chuan? Nicht, wenn du immer in diese Steine reinrennst. Das sagt sich so einfach. Ich muss ja nur ausweichen. Okay, was kommt hier jetzt als nächstes? Ach, dann kommen jetzt wieder solche Angriffe. Okay, die Formationen werden auch hier freundlicher. Aber komm, schaffen wir das diesmal. Doch, und wir können weiter und wir sind am Ziel. Wir haben es geschafft. Wir sind, wenn du mit geschafft haben meinst, wieder in demselben Raum zu erscheinen, wo wir doch schon waren, dann haben wir es geschafft. Aber trivial, du bist auf eine so offensichtliche Falle hereingefallen, dass es wirklich weh tut. Okay, diesmal schaffen wir das. Und wo müssen wir dann hin? Trivial! Auf jeden Fall erstmal doch wieder hier hoch. Und jetzt ab durch die Mitte. Erschienen jetzt die ersten. Okay, wann kommen die? Wo sind die? Und mal wieder bist du völlig planlos und kannst natürlich nicht ausweichen.
Die Hölle muss doch irgendwann mal vorbei sein. Wie viel kommt denn hier jetzt noch? So. Ich dachte schon, der erwischt uns da jetzt. Trivia. Und ich... Ich will nicht mehr. Wo kommen jetzt hier die Nächsten? Direkt von allen Seiten. Danke, Insel. Das hilft mir weiter. Oh, wieso klappt der Knopf jetzt nicht, wenn ich's brauche? So. Und. Oh Gott! Ich bin Dairio. Bin ich eigentlich gerade schon hier im Beam-Vorgang? Trivial. Jetzt siehst du. Jetzt bist du. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich hin soll. So. Weich aus! Danke für den Tipp, da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen. Aber wozu hab ich den tollen Händel? Weich aus! Ja, sag mir das noch später! Ja, warte am besten erstmal ab, bis was passiert. Weich aus! Wieso lahm? Wer ist denn hier lahm? Wenn du so schnell und Reaktionsgeschicklichkeitsmeister bist, was ich was bist, dann reiß deine Klappe gefälligst rechtzeitig auf und nicht, wenn ich hier schon erwischt worden bin, wenn die Kacke schon längst verdampft ist, dann ist es zu spät, Hänsel. Du musst doch da ab durch die Miete. Du entwickelst dich auch geistig einfach nur noch zurück. Käfen links. Ich will hier weg! Ich will auch von dir weg, weil ich hätte das doch schon längst geschafft. Okay. Ich hab auf Pause gedrückt! Trivial hast du nicht. Hättest du auf Pause gedrückt, wäre auch der Bildschirm in den Pausenmodus gegangen. Und du wärst nicht von dem Stein ohne Gegenwehr so jämmerlich und grauenvoll entsetzlich erwischt worden. Gott errat demonstrando. Ich will nicht mehr. Du torkelst dir wie ein Betrunkener durch den Raum. Ich wäre jetzt wirklich sehr gern betrunken, denn nur so kann man hier nicht den Verstand verlieren. Okay, jetzt kommen die Tünnisse hier wieder. Weinen bringt uns hier doch nicht weiter. Ja, Dummschwätzen bringen uns auch nicht weiter und das machst du jetzt hier schon seit gefühlten 20 Jahren. Ich wette nicht dumm, ich geb dir tief, du jetzt weich aus. Sag mal, Hänsel, was denkst du, hätte ich gemacht, wenn du mir jetzt nicht gesagt hättest, auszuhören? Du hättest wahrscheinlich nicht mal wieder erwischen lassen. So, siehst du, kaum sage ich nichts, kaum wirst du erwischt. Hänsel. Ja, du. Ach Gott.
einfach jetzt hier Pause, Ende, Schluss, aus, Mickey Mouse.